mehr Fortschritt wagen. Können Sie sich erinnern? Das war eins der stolze Titel des Koalitionsvertrages. Wir werden das Leben für die Bürger einfacher machen. Ja, Zitat, wir werden die Digitalisierung konsequent aus der Nutzerperspektive herausdenken. Uns wird ja auch Zeit. Ich meine, denken Sie an Corona. Ich bin dabei gewesen, als mein armer, alter Vater mit seinen 82 Jahren, seinen zwei künstlichen Herzklappen und der Geduld eines kokainkranken Eichhörnchens sich verzweifelt versucht hat, beim Bayerischen Impfzentrum anzumelden, oder? Können Sie sich erinnern? Diese Online-Einmeldung vom Bayerischen Impfzentrum, das war so kompliziert. Ich meine, ja gut, zu dem Zeitpunkt gab es noch keinen Impfstoff. Da haben sie gedacht, na ja, wenn es keinen Impfstoff gibt, dann machen wir aus der Anmeldung ein kleines Geschicklichkeitsspielchen. Ja, wer sich hier nicht registrieren lassen kann, der hat Corona verdient. Ja, das war digitaler Darwinismus. So sieht's aus. Ja? Ich schwör's euch, wenn man die Handynummer falsch eingegeben hat, kam der Satz, bitte wählen Sie ein internationales Präfix. Ein internationales Präfix. Ich komme aus Amorbach im Odenwald, okay? Amorbach im Odenwald. Ein richtiger Odenwälder sagt, wenn sie irgendwo ein internationales Präfix rumtreibt, dann müssen wir die abschieben. Aber so, ja. Und die haben die Ländervorwahl gemeint. Die Ländervorwahl. Ich meine, dann sagt doch Ländervorwahl und nicht internationales Präfix. Ich meine, ihr wollt doch verstanden werden, oder? Oder Nürnberg, oder? Kommunikation. Ja. Oder? Ja, Kommunikation. Kommunikation lebt doch davon, dass man verstanden werden will. Ich möchte ja auch verstanden werden. Wenn ich den Staatssekretär treffe, der das verbockt hat, werde ich auch nicht sagen, oh, hoher Herr, ich glaube, ein Quantum Fäzes wird in dem Kranium appliziert. Jetzt war er, die hat mir ins Hirn geschissen, aber scheitern. Gut, um Gottes Wille, dann kam ja die Ampel, allen voran die FDP, mit ihrem Wahlkampfslogan Digital First, Bedenken Second. Ja, 2 Jahre später sagte Lindner, ja, Digital First, but Schuldenbremse First Rat. So sieht's aber aus. Das Digitalbudget wurde gerade von 377 Millionen Euro auf 3 Millionen Euro gekürzt, einfach zusammengestrichen. Ja, die Digitalisierung bleibt ein Witz. Kennen Sie den? Unterhalten sich zwei Lehrer, sagt der eine zum anderen. Du, ich habe gerade einen Vortrag zum Digitalisierung im Unterricht gehalten. Und wie ist gelaufen? Ja, ganz gut, aber dann ist leider der Tageslichtprojektor ausgefallen. Ja, aber so bleibt uns natürlich die Digitalisierung vollkommen fremd. Ja, mir geht's doch genauso. Ein Freund von mir hat zum Beispiel so ein Fitness-Tracker. Kennt ihr diese Fitness-Tracker? So ein Schrittzähler. Kennt ihr Schrittzähler? Hä? Hat er mir gefragt, Philipp, brauchst du langsam mal einen Schrittzähler? Ich hab's auch um Gottes Wille. So viel Sport, wie ich gerade mache. Ich brauche keinen Schrittzähler, ich brauche erstmal einen Bewegungsmelder. Ja. Ich sage, nee, das ist total super. Ja, schick dir eine SMS aufs Handy, wenn du dein Tagesziel erreicht hast. Aber was für ein Tagesziel? Ja, wie viele Schritte willst du am Tag machen? Da habe ich gesagt, am liebsten würde ich keinen einzigen Schritt machen. Ich meine, ja, machen wir mal 10.000 Schritte. Was, 10.000 Schritte? Was denkst du, was ich bin? Ein Sherpa? Ja, 10.000 Schritte, das hast du sofort erreicht. Echt, natürlich, was soll ich sagen? Ich habe von dem Teil nie wieder was gehört. Einmal habe ich ein SMS bekommen. Sie haben ein Tagesziel erreicht. Und Gott, ein Tagesziel? War die ganze Zeit in der Wohnung. Nur einmal war ich im Keller. Da habe ich den Schrittzähler auch gefunden, in der Wäschetrommel. Ja, Kinder, das nennt man Internet of Bodies, ja? Internet der Körper. Selbst Körperteile werden heute vernetzt. Und ich schwör's euch, jedes Körperteil. Es gibt sogar schon, muss die Kamera, es gibt sogar mittlerweile schon intelligente Kondome. Und jetzt, Google sagt intelligente Kondome. Ja, zeichnen die Biodaten deines Sexlebens auf. Ja? Puls, Blutdruck, Dauer des Aktes. Dauer des Aktes, will man das als Mann so genau wissen? Hey, wie lange ist denn das gewesen? Keine Ahnung, nach 4, 3 Sekunden muss der Akku ausgefallen sein. Oder Kalorienverbrauch. Das Kondom berechnet den Kalorienverbrauch beim Sex. Wen interessiert der Kalorienverbrauch beim Sex? Baby, wir müssen noch immer ran. Oh, du bist ja leidenschaftlich. Nee, ich hab mein Tagesziel dran. Ja, danke. So, dass du das. Ja. Ja, aber warum erzähle ich euch das? Sau lustig. Erst kürzlich sind die Fitness-Tracker-Daten von 60 Millionen Amerikaner und Amerikanerinnen im Netz aufgetaucht. Ne? Die sind geleakt worden oder verschüttet gegangen, ich weiß nicht, was es geht. Auf jeden Fall, jeder konnte auf die privaten Fitness-Daten von 60 Millionen Menschen zugreifen. Das ist doch sauwitzig, oder?
Verstehen Sie, wenn Sie morgens ins Büro reinkommen und alle fangen an zu kichern, da wissen Sie, aha, letzte Nacht hat mein Kondom offensichtlich nicht ganz dicht gehalten. Verstehen, ja. Genau. Ja. Gut, ältere Herrschaften sagen jetzt vielleicht, naja, wenn die Leute so einen Quatsch machen, sind sie selbst dran schuld. Gut, dann gucken wir nach China. In China ist nichts mehr freiwillig, oder? Alles, was an Daten im Internet entsteht, wird gesammelt und von der Regierung ausgewertet. Dazu kommen noch die Videodaten von 600 Millionen Kameras. Die Chinesen, die haben im Land 600 Millionen Kameras installiert. Auf Schritt und Tritt wird man da beobachtet. Ich finde es schlimm. Ja, auf Schritt und Tritt, oder? Wenn ich gewollt hätte, dass mir jemand zuguckt, was ich mache, wie ich mache, mit wem ich mach, dann hätte ich auch in Ammerbach bleiben können. Ich muss ja sagen. Also, ja, das, ja, so sieht's aus. Danke. Deswegen, wenn in Zukunft mal wieder jemand sagt, ne, Digital First, Bedenken, Setten, sage ich doch, erst blicken, dann klicken. Dankeschön.